Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir finden uns mal wieder bei F1 2016 und diesmal geht es um den großen Preis von Malaysia. So, Qualifying habe ich schon abgeschlossen, hatte da nicht aufgepasst mit der Zeit und konnte keine gezeitete Runde mehr schaffen. Daher muss ich leider vom letzten Platz starten. So, das Team erwartet von uns den achten Platz. So, ich würde sagen, wir springen gleich mal ins Rennen. Ein junger Spanier namens Fernando Alonso saß hier vor circa einem Jahrzehnt an vorderster Startposition und wir erlebten außerdem den allerersten Sieg von Kimi Räikkönen. Beim großen Preis von Malaysia ist es wie bei allen Rennstrecken. Die etablierten Fahrer wollen vorne bleiben und die jungen Wilden ihnen die Plätze streitig machen. Meist ist das Wetter der entscheidende Faktor, aber auch die 5 Links- und die 10 Rechtskurven in Sepang stellen die Fahrer vor viele Herausforderungen. In den starken Bremszonen in vier dieser Kurven werden die Fahrer unter Umständen 4G, also ihrem vierfachen Körpergewicht, ausgesetzt. Zwei dieser Kurven sind am Ende der DRS-Zone, die Kurven 1 und 15. Heute sitzt Stefan Römer neben mir und wird das Rennen mit mir gemeinsam kommentieren. Stefan, noch einmal herzlich willkommen. Ist es nicht schön, endlich mal wieder in Kuala Lumpur zu sein? Ein wirklich wunderschönes Land, dieses Malaysia, und eine traumhafte Strecke und, das ist das Wichtigste, ein Rennen, das nur sehr, sehr schwer vorherzusagen. In der Tat, es gibt viele Kurven, in denen enorme Kräfte wirken, durch die die Hinterräder mit Leidenschaft gezogen werden. Zusammen mit den hohen Temperaturen sorgt das dafür, dass der richtige Betriebsbereich der Reifen nur schwer zu halten ist. Und in den vergangenen Jahren waren wir immer relativ früh in der Saison hier, was heuer zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden könnte. Das Team ist bisher sehr zufrieden mit deiner Leistung in dieser Saison. Fahr ein weiteres gutes Rennen und zeig ihnen, dass du den Platz als Nummer 1 wirklich willst. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Verstappen, Daniel Ricciardo und Perez. Sainz Jr., Hülkenberg, Quert und Jensen Button. Grosjean, Alonso, Valtteri Bottas und Massa. Wehrlein, Eriksson, Esteban Gutierrez und Kevin Magnus. Palmer und Haryanto. Felipe Nasser. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ja, werde ich einfach ausgelassen bei der Aufzählung. Das wäre auch eine Frechheit. So, schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir machen wieder zwei Stop-Boxen-Strategy, glaube ich. Ja, schauen wir hier. Sprit für 29,1 Runden. Ja, machen wir mal für 28,5. Ja, haben wir ein bisschen weniger mit. Wir starten mit weichen Reifen. Gehen dann auf die harten Reifen. 28 Runden. Sechs Runden. Können wir Ende eigentlich noch mal die Soft nehmen. 20. Hart. Wenn wir die harten nochmal, ist ja auch irgendwie 16 Beispiel hatte. Achso, wir müssen die, glaube ich, nehmen. Okay, ich kriege den Reifen zweimal hart. Okay, na gut.
dann nützt es nichts. Dann würde ich sagen, starten wir und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Scheiße. Frühstart, Frühstart, Mist. Da wollte ich ihn früh loslassen. Mist. So, Hammer. Viel Platz. Doll geschnitten. Schon schön vorkämpfen, würde ich sagen. Schlecht gebremst, der Alonso. Da war ich schneller. Das war ein bisschen eng. Schauen sie da schön gegenseitig in die Karre. Ah, verbremst, scheiße. Mal Kampf in dir.
Ja, weiß. Ich komme ja schon. Das ist aber ein bisschen irritierend. Schade. Verliere ich meine ganzen Plätze wieder. Und zwar alle. Ja, hat sich total gelohnt. Schön wieder auf dem letzten Platz. Yippie! Danke durch Verstoffe. Was denn? War nix. Ja, weiß hinten jetzt. Jo, läuft bei mir. Nicht. Schon wieder zu weit, besonders, ey. Langsam. Die beiden wollen eine Kollision, würde ich mal tippen. Okay, da muss ich rein, um 6 bis 8. Okay, fahre ich noch 2 Runden auf jeden Fall. Da sehe ich den nächsten endlich, sehr gut. Ja,
Nein, nein, nein! Jetzt noch nicht. Wir fahren endlich an die Box. Ist klar. Klasse im Moment, aber die Box müssen wir auch noch. Ich werde das gleich wieder regulieren. Pech. Vom Boxenstopp. Ich würde aus 18 da rauskommen. Oh, Tiere ist, was machst du denn da? Ich jetzt sowieso nicht rein. Uns ist Rossberg. Mal gucken, wie die Karre so läuft. Wenn wir mithalten können. So Jungs, das liefert mir eine gute Arbeit ab. Ja, kommen sie schon alle. Boah, 2 Sekunden Jungs. So langsam. Komm. Wo ist das Ende der Boxengasse? Da kommt es. Wo kommt er raus? Ach, da. Was ist das denn jetzt, ey? Alter! Fahren geführt? Glaubst du nicht, ey. Glaub ich doch nicht, ey. Eben war das ein geführter Boxengassenausgang in die Kurve rum und jetzt gar nichts mehr. Alter, glaube ich auch nicht, ey.
wieder. So, jetzt nochmal alles geben. Chris. Naja, Wetter wird ja wohl so bleiben. Wieder zu weit. Glück gehabt diesmal. So, Magnussen haben wir schon mal. Jetzt kommt ja nochmal eine Safety Car Phase. Die wird uns auch nochmal helfen. Ein paar Mal kommen wir auch dichter ran. 3 Sekunden hat er noch Abstand zu uns.
weit. Das war zu weit. Ja, kein DRS, schade. Müssen wir aber eigentlich gleich haben. Ja, DRS scheint abgeschaltet zu sein. Aktuell. Ja, reicht noch nicht. So ein bisschen Doll-Kampflinie. Da habe ich schon den Crash gesehen. Ah, komm nicht rum! Muss man jetzt aufpassen bei dem Anbremsvorgang hier. Dann sind wir nämlich auch echt früh. Ah, da komme ich schön raus. Sehr gut. Das ist mein Platz. Genau die Hälfte des Rennens um, für den Moment noch ganz gut. So, arbeiten uns immer weiter nach vorne, so wie ich das gehofft habe. Und ist der nächste, Wehrlein. So, so langsam komme ich auch immer besser rein in die Strecke. Komm, sag ich das? Vor allem die Curves. Das fühlt sich auf jeden Fall immer besser an. Ja, ich verbremst. Oh, ist noch viel, aber der war mal bei 39 Sekunden. Also von daher holen wir auf jeden Fall auf. Von der fetten Mischung runter. Okay,
Mit Airline bin ich auch dran, sehr gut. Sehe ich schon die Wolken da. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Oh, jetzt haben wir auf einmal DRS. Könnten wir jetzt schon vorbeikommen? Jo, sehr gut. Sehr schön. Dann Platz 13. Da sehe ich schon die nächsten zwei Button auf jeden Fall. Oh, das war ein bisschen doll. Oh, die nächsten drei sogar. Perfekt. So, ja, ganz viele vor uns jetzt, sieht ja gut aus. Wir nähern uns dem Boxenstoffenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Seid euch dann sicher, wenn es gleich regnet, dass so eine gute Idee ist. Die bringen es auf jeden Fall gleich in die Punkte, die drei da. Wenn wir die kassiert haben, hoffentlich gleich. Sehr schön. Zu doll über die Curbs rüber. So, kommen wir immer dicht daran. Sehr gut. Da geht der erste schon in die Box. Zwei auch und tschüss. So, jetzt noch einige Plätze gut. Sehr schön. Das machen wir auch gleich an die Box natürlich. Also schauen wir mal, wo wir gleich rauskommen. Vor uns ist Kostas. Steigen.
Schneller als Bottas sind wir auf jeden Fall. Sondern dann die Reifen. Reifen sind auch noch halbwegs okay. DRS und Bottas geschafft. Der Vettel ist an der Box. Okay, dann müssen wir den auch gleich kassieren. Erstmal zumindest. Na, schaffen wir nicht ganz. Oder? Da ist er. Da ist er. So, den werden wir natürlich gleich ziehen lassen müssen. Leider. So, Boxenstoppfenster. Boah. Ja, natürlich. Und verbrennen wir uns natürlich gleich. So, 1922. So, wenn wir so reinkommen als Siebter raus, das sieht natürlich sehr schön aus, aber das ist wirklich diese Scheißkurve. Wir gehen jetzt rein, scheinbar. Fällt nicht hinter mir. Ja, wäre Glück, wenn ich den Boxenstopp jetzt ziehe, ist gleich sowieso alle nochmal rein müssen auf Regenreifen. Das wäre natürlich für mich perfekt. Also Regen, komm, komm, komm! Das kommt gerne. Ja. So, wieder nix. Ich merke auch, wie meine Reifen abbauen. So langsam. Den kann ich nicht halten. Danke für die Info. Ich bin gerade vorbeigelassen. Nur schön DRS. Aufpassen, dass die Teamkollegen wegrammen. Oh, das war knapp. So. Spannend, als welcher wir rauskommen, weil wir als Pizza rauskommen. Vierter, wir sind Fünfter. Und der Klopf, sehr gut. Oh, können wir den verteidigen, den können wir verteidigen. Oh. Da hat er mich weggerammt.
Und jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, fängt an zu regnen. Hätte ich mir gleich raufziehen können, ihr Idioten, ey. Merke ich doch jetzt schon, dass ich kaum noch Glück hab. Was? Wieso rasen wir denn das Safety-Car? Oh Mann, Leute. Oh, das glaube ich doch nicht, ey. Scheiße. Ja, das ist ja wieder praktisch. Mist. Scheiße. Und eine Durchfahrtsstrafe, das passt mir überhaupt nicht. Ne? Scheiße. Und noch ein Safety Car. Überholen ist natürlich da auch gut. Oh, was ist das denn jetzt hier? Jetzt null Grip. Null Grip gerade. Also, was hier jetzt gerade los ist. Und ich natürlich am Regen, aber diese Intermediate jetzt mit Reifen verstehe ich auch gerade nicht. So, mein Durchfahrtsstrafe darf ich jetzt sowieso nicht machen während des Safety Car. Schön aufpassen während der Safety Car Phase. Ein bisschen Platz nach vorne lassen. Weil beim letzten Mal habe ich mir ganz auf den Flügel abgehauen, weil die plötzlich in die Eisen gehen. Hopft. Okay, er geht in die Box. Sehr gut für uns. Weiß ich nicht. Mal gucken, was da ja gleich passiert, wo wir rauskommen. Unsere Durchfahrtsstrafe. Ich habe null Grip. Sie treten das Auto bricht so aus. Wahnsinn, Mann. Da bremst auch überhaupt nicht richtig. Ich kann das Auto echt null auf der Strecke halten. So viel gegenlenken gerade. Ja,
fall zu weit zurück. Was soll ich machen? Unterwegs, nichts dafür, wenn ich hier so keinen Griff kriege, richtig. Boah, Alter. Ich hab null Griff, ey. Ich seh nicht. Ja, bin ich mal gespannt, wie lange noch Safety Car und Platz. Aufhören, sehr gut. Jetzt könnten wir vielleicht doch nochmal eine Karte spielen. Aber bei 4 Runden glaube ich nicht, dass hier nochmal ein Reifenwechsel stattfindet. Mal gucken, wie lange das Safety Car draußen bleibt. Gar nicht so stören. Wenn es lange draußen bleibt, weil ich wie gesagt hier 0 Grip habe aktuell. Geht schon wieder los, zack, bremsen, nee. Da ist schon wieder fast reingefahren. So, gehen wir nochmal auf den Mager, dass wir mal ein bisschen Sprit sparen können, um auch Fett leicht zu fahren, falls das Rennen nochmal freigegeben wird. Die Reifentemperatur, dann wird die hintere ein bisschen kalt. So. Mann, ich halt, die bremsen plötzlich, ohne ersichtlichen Grund. Stark bremsen hier. So wenig Grip habe ich. Fährt los, Geschwindigkeit halten. Okay. Wie wird es wohl jetzt reinkommen? Hamilton spielt da ein bisschen rum. Immer noch nicht. Will immer noch nicht losfahren. Mal auf Mager machen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das Rennen wieder frei. Okay, Abstand zum Teamkollegen 1,0 Sekunden. Oh, rutsch ich weg, scheiße. Nicht rutschen. Oh. Rutsch so weg. Wahnsinn, ey. Oh, der kippt mir am Arsch, das merke ich. Boah, Alter. Ja, zack, das war's.
Ja, meine Durchfahrtsstrafe auch noch. Toll. Das passt natürlich jetzt überhaupt nicht, ey. Ach, scheiße. Jetzt eine Durchfahrtsstrafe, ey. Also schlechter Zeitpunkt gibt's echt nicht, aber... Das Feld ist so dicht beieinander jetzt. Ja, bin ich richtig weit gefallen. Ja, ist ja gut, ich komme da schon. Ätzend. Nicht gut. Scheiße. Nun, da kommen sie alle. Kacke. Oh Mann, ich sehe schon wieder den letzten Platz, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Noch bei Regen jetzt. Ja, das sieht ja wieder richtig toll aus. Ja, los geht's. Zwei Runden noch. Ja, toll. Zwei Runden habe ich noch. Mir ist auch egal, ob der Regen im Zeug ein paar Minuten aufhört. Bitte jetzt! Wenn wir mal in die Box müssen, dann würden sie eh nicht fahren. Naja, sah phasenweise so gut aus. Und dann mache ich wieder einen Fehler. Und zack, wieder alles im Arsch. Kacke. Kommt auch schon in die letzte Runde. Kriegst du auch nicht mehr hin, auf der Strecke zu bleiben, ne?
Weiß nicht, was hier los ist. Boah, sie auch noch gerammt. Von hinten. Schade, schade. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,3 Sekunden. Und da kommt sie, die Zieleinfahrt. Haben wir jetzt dann mal wieder gewonnen. Ach ja, das war ein bisschen enttäuschend. Mit dem Frühstart und dann auch noch eine Durchfahrtsstrafe. Ach ja, schade. Tja. Nee, das war ätzend schon wieder. Wieder ein historischer Sieg für das brillante Mercedes-Team. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich hat. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Tja, das war ja wieder nix. Und nochmal den Start an, wie schön, wo ich schön Frühstart hingelegt habe. Schön leicht raus. Auf Plätze. Gut gemacht. Und da lief es eigentlich ganz gut, nur nach der Durchfahrtsstrafe, natürlich erst. So, mal gucken. Sie kommt. So ist sie, die Durchfahrtsstrafe. Ziemlich gut aufgeholt, finde ich. Kann man leider, die Plätze kann man hier leider nicht sehen. Bisschen schade. Hier der erste Catch. Ja, na gut. Klicken wir das mal weg. So, was haben wir hier? Rennleitung. Vorfälle, ich stehe ganz oben natürlich. 4 Vorfälle. Fehlstart hatte ich. Dann nochmal Fehlstart, ungültige Rundenzeit natürlich, ja.
Da habe ich eine Kollision mit Nova verursacht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Weiß ich nichts von. Und das Rasen während der Safety Car Phase, weiß ich nicht, was das war. Also, bin ein bisschen perplex, weil wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir schön noch Podiumsplatz eventuell gekriegt. Auf jeden Fall einen vierten Platz hätten wir gemacht. Ja, schade. Sehr schade. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Ja, richtig abgerutscht. Auf den sechsten Platz. Ricardo und Verstappen hat uns überholt. Es waren natürlich ganz dicht dran, immer noch an Vettel. Obwohl Vettel ist ein Mutterwein, das finde ich auch ganz schön. Ganz schön davon gezogen. Mit 68 Punkten. Unterschied ist natürlich schon mal eine Ansage, also vierten Platz. Können wir aber noch schaffen, im dritten, das sehe ich eher schwierig. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. So viele Rennen sind auch nicht mehr. Aber schauen wir uns mal die Resource Points an. So, kriegen wir 114. Und damit 654 Ressourcenpunkte. Das Rivalen-Update wird wohl schlecht aussehen. Ja, Rivalität verloren. Schade. Jo, da sind wir auch überall gescheitert. Jo. Gut. Punkte dazu gekriegt. Oh, Vertragsereignis, das sieht nicht gut aus. Also, ich bin wirklich gut in meinem Job, aber ich kann nicht viel erreichen, wenn du die Abmachungen nicht einhältst. Sie brauchen bessere Ergebnisse und das bald. Verstanden? Oh, da ist aber jemand sauer. Ist ja gut. Ja, die letzten Rennen, die waren wirklich nicht gut. Oh, eine Abmahnung. Guten Tag, Christian. Bedauerlicherweise erfüllst du nicht die Ziele des Teams. Diesen Fehler sollst du so schnell wie möglich ausmerzen. Soll dir das nicht gelingen, werden wir deine aktuelle Position überdenken. Grüße, das Scuderia Ferrari. Ja, danke, Leute. Ja, ich würde sagen, das nächste Rennen muss dann noch ein bisschen Gas geben. Das sieht aktuell alles andere als gut aus. So, dann gucken wir mal, was das nächste Rennen, oder wo das nächste Rennen ist. Oh, Suzuka. Da bin ich mal gespannt. Strecke kann ich so, so lala. Bin ich mal gespannt, wo wir da landen werden. Nach USA, Mexiko, Brasilien und dann noch Abu Dhabi. Also fünf Rennen noch vor uns. Viele Punkte zu verteilen. Bin gespannt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch dann mal wieder einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, Like oder ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Dann bis demnächst und tschüss.